Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein richtig geiles Video, Leute. Ohne Scheiß, ich bin gerade so gehypt auf diese Aufnahme, auch wenn ich gerade todes am Schwitzen bin wegen der Sonne und sowas. Wir haben gerade gefühlt 40 Grad in meinem Zimmer, haben wir nachholen. Auf jeden Fall, Leute, machen wir heute mal den 40 Death Run. Ihr könnt schon sehen, hinter uns steht der 40. Wir gehen da gleich rein und gucken uns mal an, was da in deinem Körper drin ist oder sowas, Leute. Auf jeden Fall machen wir diesen Death Run. Ich bin mal gespannt, was da alles drin ist und wie wir am Ende rauskommen oder sowas. Und an dieser Stelle erstmal danke an mein Bauteam, die diese Map gebaut haben. Und das Ganze kann man nicht alleine machen, deswegen haben wir heute den lieben Ödemann mit dabei. Ja, Bruder, genau. So, auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon, 40 ist am Start, wir sind am Start. Von daher würde ich sagen, wir labern gar nicht viel zu viel drum rum und starten jetzt sofort mit dem. So, Leute, dann würde ich jetzt sagen, starten wir auch schon mit dem Ganzen. Von daher, Ödemann, habe wir kommen hier hinterher. So, du bist nicht wirklich gestorben, oder? Bruder, es hat nicht mal richtig angefangen, wir sind noch nicht mal drin. Bruder! Wie hast du was gemacht? Komm her, komm. Komm, Habibi, ich warte auf dich. Ich schaffe jetzt erste Level nicht, Digga. Ja, das wäre traurig, Bruder, wenn du wieder die ganze Zeit bei Level 1 hängst. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das mal wisst, als Ödemann die ganze Zeit bei Level 1 war, beziehungsweise... Ja, schreibt mal das Video in die Kommentare, weil ich glaube, wir brauchen das echt hier. Bruder, ich kann, warte auf mich. Den Scheiß warte ich auf dich, Digga. Damit ich wieder eine halbe Stunde lang hier stehe, oder was? Komm, Bruder. Ich glaube an dich, wie schaffst du das? Bruder, komm. Ich hab's geschafft. Oh, nice! Okay, jetzt der einfachste Sprung schon mal geschafft. Du musst keinen Fehler machen. Und? Komm. Komm. Yeah. Komm, komm. Yeah. Ja! Boah, Junge, ich bin okay, Leute, wir gehen in 40s Mund. Bruder, wie das da riecht. Lamm, was hat der für Mundgeruch, Alter? Digga, der hat richtig mit Fisch gegessen oder was anderes. Aber wir wollen nicht näher drauf eingehen. So, auf jeden Fall, Leute, könnt ihr schon sehen, wir haben hier unseren Checkpoint. Und als allererstes müssen wir in 40s Mund sozusagen rein, beziehungsweise seinen Hals rein. Und hier haben wir halt dementsprechend sozusagen einen Dropper. Frage ist aber, Bruder, ich erkenne nichts. Oder warum hat der Bäume in seinem Hals, ja? Weiß nicht, Bruder. Die wachsen da raus oder so, kein Plan, Bruder. Ich glaube, von hier ist es am einfachsten, warte. Meinst du? So. Und bam, Digga. Okay, erstes Level war ganz easy. Ödemann kommt, Ödemann. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Ja. Ja. Okay, er hat's. Perfekt, Leute. Wir sind bei Level 2. Das war echt ein bisschen einfach. Und hier gehen wir jetzt sozusagen erstmal noch weiter durch deinen Hals. Und hier sind ganz viele Blutpartikel, beziehungsweise diese Blutzellen oder sowas, die weißen. Und ich... Und du bist tot. Und ich auch. Ja. Nice. So, jetzt. Aber ja, Mann. Ja, Mann. Und nochmal, nochmal, komm, ja, ich hab's. Okay, du musst aufpassen, Bruder, weil diese weißen Dinger, die killen uns. Das sind diese weißen Blutdingens, weißt du auch, wenn du Bio aufgepasst hast. Wenn du weiße Blutkörperchen in deinem Körper hast, dann hast du gekörpert, Weißkörper. Genau, Bruder, ich hab Bio auch abgewählt. Mashallah, Bruder, das passiert, wenn du nicht genug Obst isst. So, und jetzt, oh mein Gott, ich bin auch gestorben. Ich bin auch, ich muss das nochmal machen. Okay, Leute, wir haben es auf jeden Fall... Oh, jüsch. Wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft. Hä? Wie soll ich denn... Oh, Bruder? Bruder, wie hast du die Falle hier gejudged? Warte, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Komm durch, komm durch, komm durch. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Okay, jetzt... Ich bin doch schon da, Junge. Ja, pass trotzdem auf, Bruder, weil da oben, siehst du das? Wir können da nicht ganz drauf springen. Warte. Und... Oh mein Gott. Ah! Okay, Bruder, bist du ready? Ready. So, ich mach vor, du kommst direkt hinterher, okay? Okay, okay. Pass aber auf wegen dem Ding über mir. Okay, hab ich. So, zack. Falle ausgelöst. Komm her, komm her. So, zack. Nein, nein, warum? Ich hab's geschafft. Und er schafft das, aber ich nicht. Ja, zack. Ziege, zack. Zug, zack. Komm, ja, Mann, warte. Komm. Warte, Bruder. Ich muss jetzt gucken, wie ich mache. Ich spring hier um die Ecke. Bam, Junge. Let's go, Digga. Auf geht's, Digga. Und jetzt rush ich einfach durch. Das ist easy. Ich will nicht sterben, Bruder. Das ist das Einfachste von allen. Nein, ich trau mich nicht. Warte. Warte, Bruder. So, jetzt. Ja, danke, Bruder. Du musst nochmal alles von... Nein, ich bin auch gestorben. Ha! Karma, Schelle, Karma. Ich schwöre, Karma. Okay, Bruder, ich habe bessere Taktik. Was? Komm. Komm mit. Ich bring dich nach... Dingens. Narnia. Komm, Bruder. Du bist ein Hacker, ist das richtig? Wo müssen wir aber lang landen? Ich glaube, wir müssen da gar nicht runter. Ey, toll, Digga. Ich bin jetzt... Nein, ich bin auch runtergefallen! Fuck! Okay, Bruder, wir müssen es auf altmodische Weise machen, glaube ich. Also, zack, hierhin, so. Ja, du bist gestorben. Und, jetzt muss ich hier aufpassen, wieder um die Ecke. Okay, Bruder, ich bin wieder an derselben Stelle. Soll ich warten? Okay, ja, bitte. Hallo! Ah, Bruder, was geht? Okay, so Leute, wir sind jetzt wieder an derselben Stelle wie vorhin. Von daher würde ich sagen, Bruder, du gehst vor. Bruder! Ich schaff's sogar. Oha, er schafft's wirklich. Nein! Baba, Baba, Digga, Ehre. Ehre, okay. Tut mir leid, Bruder, dass ich nicht ausnutzen musste. Aber ich hab's geschafft. Hast du einen Checkpoint? Ich hab den Checkpoint.
Kannst du zurück? Nein. Oh Mann. Bruder! Bruder! Komm, ich hab Dingens aufgemacht. Bruder, Tür nach Narnia ist offen. Nein! Bist du dumm? So, Bruder, Dingens, Tür nach Narnia ist jetzt auf. Aber na, Roy, wir die ganze Zeit versuchen, das nochmal neu zu sprechen, Alter. Tür nach Narnia. Komm jetzt hinterher, Land, fuck mich nicht ab. Oha, tschüss. Bruder, da war eine einzige Blutzelle und ich renn dagegen. Guck mal, da ist ein einziges Ding und ich renn dagegen. Okay, Leute, nimm den Checkpoint, fuck mich nicht ab. Wir sind jetzt hier in Forti seinem Magen. Boah, das hat gerade echt anders lang gedauert. Von daher würde ich sagen, Gibi, wir machen jetzt einfach mal weiter hier. Bruder, ja, somit weiter hast du es nicht so, dein Dings. Bruder, warum hat der fliegende Stein in seinem Magen, Digga? Bruder, frag einfach nicht. Ich schwör, frag einfach nicht. Der Typ ist komisch, Digga, der hat auch Röhren in seinem Magen und alles. Ich weiß gar nicht, sein Magen, der ist auch Stein. Bruder, komm mal her. Der hat einfach Höhle da drin, Digga. Komm mal her, Digga. Was? Einfach Ventilator ist sein. Der hat alles hier. So, Leute, wir machen auf jeden Fall einfach mal weiter mit Forti seinem Deathrun. Oh, tschüss. Das war knapp, Bruder, du musst trotzdem sterben. Nein. Wie nein? Doch. Ja, doch. Oh, Junge, ich würde diese Röhren sind anders gefährlich. Musst du aufpassen. Diese Röhren sind echt schlimm, Digga. So, aber gerade... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Bruder! Bruder! Bitte! Nein! Ich will nicht runterfallen! Nö, ich bleib jetzt... ich bin tot. Kann ich ihn fangen? Kann ich ihn fangen? Oh! Ich hab ihn! Bruder, ich bin dick weit. Wenn ich jetzt runterfall, raste ich aus. Ich seh's. Warte, kann ich auch zu dir rüber? Ah, nee. Nee, geht nicht. Aber ich schaff das. Nein, ich hab's fast geschafft. Warte, Bruder, warte. Komm! Komm! Ja! Yes. Okay, ich hab's. Ich hab. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Alter, das war grad Junge! Knapp. So. Ich komm. Ich hab Angst. Ach so. Bruder? Ja. Muss man nicht andere Richtung oder so? Egal, scheiß drauf, ich mach auch einfach so wie du. Ist mir egal. So, Digga, wir haben es geschafft, Leute. Auf geht's, nächstes Level. Hier ist Checkpoint. Let's go, Digga. Oh, ich schwöre, mich macht diese Map gerade so fertig. Ne, Forti, du kleiner Bastard, Digga. Was hast du hier mit deinem Körper drin, Alter? Können wir nicht einfach Dingens irgendwie Flugzeug nehmen und da durchfliegen? Und ja, Leute, würde ich jetzt sagen, ab geht's hier in Forti seine Lunge rein. Und, Digga, oh, was? Ich wollte gerade sagen, der erste Sprung ist schon richtig eklig. Ich schaff den einfach. Ich schaff ihn nicht. Okay, ich muss hier lang. Ich schaff das, Bruder. Weißt du, was die Blubberblasen in seiner Lunge sind, Digga? Das sind Dingens. Seifenblasen oder was weiß ich. Ja, er isst immer Seife, Digga. Das ist sein Lieblingsgericht, Digga. Okay, Fortis Lieblingsessen ist Seife. Gut, dass wir Bescheid wissen, Leute. Das heißt, falls irgendwann mal ein Steckbrief machen will von Forti oder sowas, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was dein Lieblingsessen ist. Oder Mann, wie läuft's? Bruder, darfst du's? Mach ruhig, Bruder. Du musst echt einfach ruhig machen. Das ist alles easy eigentlich. Guck, okay. Ich schaff das auch. So, wenn ich das schaffe, Bruder, dann du erst recht, Mann. Dann von hier auf die Blubberblasen. Ja, du schaffst das. Komm, spring. Und von hier, wohin? Mach das, komm. Ich traue dir. Okay, jetzt weiter. Langsam hier vorne. Ja. Und jetzt musst du da auf diese blaue Blubberblase da vorne. Kriegst du das hin? Mit springen auf Ventilator? Ja, mit. Wo springst du hin? Bruder. Wie kann man da daneben springen? Digga, das ist doch gar nicht möglich. Ich hatte Angst, Bruder. Was sind das für kleine Dinger hier? Oh mein Gott. Oh, ich hab's. Nein. Oh. Okay, Leute, nächstes Level. Checkpoint ist ready. Und jetzt sind wir hier bei Forti seinem Kopf. Warte doch. Ja, Bruder, du willst gar nicht wissen, was ist das hier, Lan? Kid Maeve? Bruder, du schaffst das. Was muss ich machen? Spring einfach nur normal drüber springen. Aber pass auf wegen der Wand. Du schaffst das, Bruder. Nur noch der. Komm. Oh, okay, wir haben's. So, Leute, weiter nächstes Level hier in Dingen. Scheiße, ich bin tot. Ich auch. Baba, hast du wenigstens Checkpoint? Irgendwas geht ab, Lan? Ja. Ja, Freunde. Ahmed. Was? Digga, guck mal, was in seinem Gehirn in der Zelle ist, Digga. Oh, das ist ein Luftballon. Warum ist es in seinem Gehirn? Todfeind, Digga. Ach so, Digga, bei der Angst auf Luftballons. Geil. Ja, okay, das feiere ich, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, kommen wir jetzt hier zu Forti seinem Herz. Digga, der ist da am Tanzen, baut irgendwas ab, fällt runter in die Falle, Digga. Das Ding ist,
Ja? Egal. Die Sache ist ja, Leute, eigentlich sind wir im Fortis Körper ja drinnen, damit wir diese Parasiten zerstören, die deinen Körper angreifen. Habe ich eigentlich voll vergessen, am Anfang zu sagen. Jetzt macht die Story gar keinen Sinn mehr. Ja, aber der Parasit hat sich gerade selbst gekillt, von daher würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Aber pass echt auf, Digga, diese ganzen Teile hier können dich umbringen, ne? Diese weißen Blutkörper-Dinger. Das sind weiß und rote. Meine ich. Nein. Ja. Die roten bringen dich nicht um. So, ich hab's geschafft. Ne, die roten nicht. Bruder, den Sprung schaffst du jetzt bitte. Wird Urban. Mach jetzt einfach. Wird er ihn springen? Danke. So, okay. Und ich glaube, wir sind am Ausgang, Bruder. Warte mal. Das sollte doch anatomischer Forti sein. Ja. Warum ist dein Arschloch am Herd? Ich check gar nichts mehr. Egal, komm einfach rüber. Pass aber auf, weil ich glaube, das Wasser kann einen killen. Anscheinend ja nicht. Ja, okay, anscheinend nicht. Keine Ahnung, warum ich den Jump'n'Run mache auf einmal. So, jetzt ab hinterher den Kackhaufen. Ja, danke, Digga. Oh, wir haben es geschafft. So, und es, oh, es geht noch weiter. Entkomme aus dem Klo. Ah, wir sind jetzt hier in dem Klo. Bruder, ich will's gar nicht wissen. Lass es aber Einkaufswagen nehmen und Rennen machen. Bist du ready? Ich zähl runter, okay? Okay. Drei. Verpiss. Du bist du Wichser. Ey, Junge, das ist so... Kleiner Lelek, ich komm her, Junge, komm her. Nein. Ich klatsch dich um, Digga. Komm, ich will... Nein, Junge, geh weg. Hör auf, Mann. Bleib stehen. Ja, ja. Ich hab's vor dir. Ich hab's vor dir. Nein. Nein. Ey, komm. Ja, ich hab's geschafft. Bruder, hinter dir ist eine Zone. Hinter dir ist eine Zone, oder Mann, renn. Renn, Bruder. Jetzt renn. Die Zone kaputt. Ja, Leute, und hier sind wir am Ende von der Map. Ich, ey, das war einfach echt komisch. Nein, die Zone kippt mich auch. Nein. Ja, Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir diese Map auch geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wieder gerne einen Daumen nach oben. Da war echt richtig chaotische Aufnahme, aber ich hab's gefeiert. Und mitten in der Aufnahme ist einfach da mein Ding ist abgefallen, meine Schaumstoffmatte und gefühlt die ganze andere Wand auch. Aber nicht. Ja, mitten in der Aufnahme. Checkt auf jeden Fall Urmans Kanal ab, Leute. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und Fortis Kanal, er hat auch einen Kanal. Ist natürlich auch unten verlinkt, Leute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Folgt mir auf Instagram. Macht's gut. Haut da rein. Peace.